Die steirischen Landesmeisterschaften im Kickboxen und die Fight Night des ASKÖ Kickboxvereins Rheiberg Radwein stehen nun im Fokus unseres Filmberichts. Aus Sicht des Gradweiner Kickboxvereins unter Obmann Manfred Weingerl waren die Landesmeisterschaften 2016 nicht nur eine perfekt organisierte Veranstaltung, auch auf sportlicher Ebene konnten die Gradweiner Kickboxer punkten. 18 Gold, 8 Silber und 4 Bronzemedaillen gingen nach Gradwein-Strasengel. Also der heutige Tag war sensationell. Wir hatten 11 steirische Vereine am Start mit 168 Startern. Das sind 90 Personen, die auch doppelt oder dreifach gestartet sind. Und das gibt natürlich von der Steiermark her eine super Qualität. Und man sieht, dass wir in der Steiermark richtig arbeiten. Und vor allem auch in Gradwein, wie man sieht. Denn wir haben heute wieder 10 steirische Landesmeistertitel gemacht und sind erfolgreichster steirischer Verein. Neben dem amtierenden Europameister Dominik Bollheimer, der sich bei den Landesmeisterschaften zum erfolgreichsten Gradweiner Kickboxer hochkämpfte, errang Patrick Kalcher, ebenfalls ASKÖ Rheiberg Radwein, im Leichtkontakt-Kickboxing in der Klasse männlich bis 74 Kilogramm den Landesmeistertitel. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass kein Kampf wie der andere ist. Nervös ist man immer. Ich habe jetzt ungefähr 200 Turnierkämpfe und bin nach wie vor nervös, egal wo oder um was man kämpft. Es ist natürlich eine große Freude, zu Hause kämpfen zu dürfen. Es ist ein bisschen schwer, weil wir heute am Abend unser Profi-Gala haben, unser Top-Fight-Gala haben, dass ich das Ganze mit der Kraft dosieren kann. Nicht zu viel tue, aber nicht zu wenig. Aber es war für mich so ein tolles Aufwärmen. Mit Tobias Jantscher, Katharina Mixner, Philipp und Dominik Bollheimer, mit Marc Jahring, David Sorger, Paul König, Markus und Elisa Reinbrecht und mit Gerhard Sundl, Patrick Kalcher, Carmen Jaritz und Vanessa Balzer wurden die Gradweiner Kickboxer zur erfolgreichsten Mannschaft bei dieser Landesmeisterschaft. Also in meiner Klasse U19 ist mir sehr gut gegangen, habe sehr eindeutig gewonnen. Und in der allgemeinen Erwachsenenklasse bin ich nur Zweiter geworden. Und ja, meine Ziele sind zunächst den Weltcup, der bald ansteht, zu gewinnen. Das ist mein nächstes Ziel, ja. Und dann in weiterer Folge auch die Europameisterschaft. Der ASKÖ Kickboxverein Rheiberg Radwein wurde vor 30 Jahren gegründet. Und so zelebrierte man mit Kickboxern aus Ungarn, Kärnten und der Steiermark, mit Welt- und Europameistern eine viel umjubelte Fight Night, die vom Gründervater des Vereins, Johann Mikko, moderiert wurde. Ja, es war so, dass wir die steirische Landesmeisterschaft heute abgehalten haben und dann gesagt haben, das ginge gleich. Wir haben alles aufgebaut und wir machen eine Kickbox-Gala in Gradwein und präsentieren unsere weltbesten Kämpfer. Wir haben zurzeit regierende Europameister und Vize-Weltmeister, den Patrick Kalcher als Weltcup-Sieger, und die werden sich heute messen mit einer internationalen Auswahl Spitzenkämpfer aus Ungarn, die auch ganz an der Spitze sind. Aus Kärnten sind zahlreiche Kämpfer da und auch von Graz kommt eine hinauf, die Vanessa bald fordern wird. Auch die steirische Landespolitik gratulierte zum 30-jährigen Vereinsjubiläum. Elisabeth Sissi-Grossmann überbrachte Glückwünsche und bedankte sich für die hervorragenden sportlichen Leistungen. Es ist wirklich ein großartiges Programm, das heute wieder auf die Beine gestellt wurde. Und da freut es mich natürlich sehr, dass ich unseren Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer und den Sportlandesrat Jörg Leichtfried vertreten darf, weil die ja auch das Sportland Steiermark sehr stark unterstützen, um vor allem für die Jugend Freizeitmöglichkeiten zu bieten, damit sie eben eine sinnvolle Beschäftigung vorfinden und nicht auf dumme Gedanken kommen. Ja. Und da ist Kickboxen auch ein Beispiel dafür, was die Jugend interessiert, was die Jugend anspricht. Und da sollen eben natürlich auch Möglichkeiten geschaffen werden. Und diese Spitzenleistungen, die hier heute erbracht werden, gehören auch entsprechend gewürdigt. Und dafür bin ich heute da.
Auch Gemeinderätinnen und Räte sowie der Gemeindevorstand von Gradweinstraßengl gratulierte zum Jubiläum, allen voran Vizebürgermeisterin Doris Dirnberger. Ich gehe davon aus, es ist deine erste Kickbox-Gala. Wie findest du diese Veranstaltung? Stimmt, es ist meine erste Kickbox-Gala. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so spannend ist. Und was mir besonders freut, ist, dass die Mädels da volle Bulle mit dabei sind. Also das ist, taugt mir sehr. Was meinst du, wie kann der Sport in unserer Gemeinde noch eine zentralere Rolle spielen? Der Sport spielt generell eine große Rolle im Leben von uns allen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich war ja früher mal Leistungssportler und jetziger Vereinsfunktionär, dass es nur sehr schwierig ist, mitunter einen Verein zusammenzuhalten. Dass man hier eine so tolle sportliche Vereinigung findet, ist natürlich für uns in der Gemeinde eine tolle Angelegenheit. Und ich für meinen Teil kann mich als Kommunalpolitiker nur glücklich schätzen, einen so aktiven und vor allem so erfolgreichen Kickbox-Verein in unserer Gemeinde zu haben. Also ich möchte direkt anknüpfen vielleicht an diese Veranstaltung. Man sieht ja unglaubliche Qualität und Quantität, die wir da haben mit dem Jugendsportbereich. Das ist genau dieser Bereich, den wir auch mit den Förderrichtlinien da ganz stark angesprochen haben. Es wird in Zukunft in unserer großen Gemeinde eben eine Förderung geben pro Jugendlichen, damit genau sowas, was da jetzt eben dargestellt ist, in Qualität und Quantität auch weiterhin bestehen bleibt und auch ausgebaut werden kann. Das ist, liegt uns ganz am Herzen und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns auch in Zukunft. Natürlich ist auch die finanzielle Frage immer eine große. Solche steirischen Meisterschaften, auch so eine Gala, finanziert sich nicht von alleine, aber auch der tagtägliche Vereinsbetrieb. Wie ist das Ganze organisiert? Natürlich, unser Hauptsponsor ist die Marktgemeinde Gradweinstraßengl unter der Führung vom Herrn Bürgermeister Moulet. Aber wir haben auch sehr viele lokale Sponsoren, die uns das ganze Jahr über unter die Arme greifen mit kleinen Spenden. Und nur mit denen geht's. Ohne denen Unterstützung wäre es uns nicht möglich, so erfolgreich zu sein und in der Weltgeschichte herumzufahren. Also an diesem Weg möchte ich mich auch heute bei den Sponsoren recht herzlich bedanken, dass sie wieder so zahlreich mitgemacht haben und uns unterstützt haben. Und natürlich gratulieren auch wir vom WebTV Gradweinstraßengl sehr herzlich und wünschen dem Kickboxverein Askyräuber Gradwein und Obmann Manfred Weingerl noch viele weitere sportliche Erfolge.